3, 2, 1. Ist das jetzt eigentlich die finale Mission? Ja. Ja. Oh, this is bad. This is very, very, very bad. I shouldn't be here. See, I should be with Trevor. Or at the airport. Now someone, I'm not saying who. Well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. But someone may have told the Vagos and the Ballas and the frat boys and the Lost and the O'Neills, told them all where their stuff is. If you want to get paid, I'd get over there. Quick. Ach du Scheiße. Now I got to. Don't let him kill him. Sick, Alter. Muss ich Trevor schützen, oder was? Okay, wir haben 4 Posten. Ja, dann sind wir sofort wieder da. Wobei, du kriegst man nicht nochmal 100.000 obendrauf, dafür, dass du das erste Mal machst. Ja. Das kann auch sein, ja. Wenn wir nicht sterben, kriegst du sogar nochmal was obendrauf. Und wenn du dann auch noch alles richtig schnell machst, kriegst du nochmal was obendrauf. Guck mal, wenn du alle Hardy heißt, auf schnell hintereinander spielst, ohne zu sterben, kriegst du auch nochmal richtig oben was drauf. Ich glaube 10 Millionen. Ich weiß nicht, ob wir Hardy 1989 anstellen sollten. Da steht 0,39 Kills pro Tode. Spielerwerte ansehen. Würde. Also sieht mich keiner. Wunderbar. Geil. Also letzter Kampf hier. Ich finde echt den scheiß Anzug von Christoph voll geil. Dann komme ich in blau. Ich bin weiß. Bam, Alter. Hör, wie das Truppe gay oder was? Gibt's den nicht auch in pink? Schade. Gibt's glaube ich auch in rot. Oder? Nee. Nee. Schade. Geil, Hardy gab sich noch einen Schwanz. Hab ich genau gesehen. Auf jeden Fall, Junge. Wie unauffällig. Ja, Hardy, danke auch. Wir beide fahren und die anderen beiden. Okay. Shit. Willst du fahren? Soll ich fahren? Welcher bist du denn? Bist du der Blaue? Ja, ja, fahr du mal, das ist das schnellere Auto gerade. Willst du oben am Dach mitfahren? Wäre geil, wenn das funktioniert. Leider fällt man dann ja runter, das ist echt ein bisschen schade. Oh, wir würden nur 3 Minuten haben, um da hinzukommen, ey. Echt, so schnell wir kommen, so mehr gibbet. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ja, doch, gibt's so Elite-Missionen teilweise. Die werden nur durch Texte angezeigt. Das kennst du doch. Ja, stimmt. Also vielleicht ist das eine von dir. Rechts, Peter! Oh Gott! Ah! So viel dazu. Ein Schwanz hier. Oder? Ja, das war gut. Wir müssen nicht da rein. Ja, stimmt. So. Ich geb dich zum Lagerhaus. Geh in Position. On the north side, two on the south side. Boah, jetzt kommen da bestimmt 100 Leute oder so. Das wird richtig übel. Je mehr von den Kerlen wir bezahlen, desto mehr so bezahlt er. Ja? Boah, bin ich ja gespannt, Alter. Ja, hier steht der LKW. Die LKW ist. Wir müssen runterbrammen. Scheiße, wir müssen da rein. Ich dachte, wir könnten es auf das Dach setzen. Können wir nicht irgendwie nach oben? Also, ich glaube, nee. Sobald die anderen in Position sind, können wir uns frei bewegen. Okay, ja, dann stelle ich mir aber hier hin. Hier ist sogar noch einmal Rüstung und einmal Leben. Jetzt echt da hinten stehen bleiben, Hardy. LOL. Ja, alles klar, Peter. Was denn? Okay, da kommen einige aus der... Ja, wobei, wir bleiben hier. Wir bleiben unsere. Hier wird sicher genug kommen. Hast du einen Raketenwerfer? Ja, Mann!
Nice. Wobei den behalte ich mir, glaube ich, besser für die Helis. Da kommen sie. Ja. Hey, wieso kann ich nicht? Ich kann voll nicht schießen. Aua. Also ich habe einen Luftabwehrgeschütz. Okay. Weil die Karre steht hier hinten da drin. Aber das machen die anderen da hinten gerade. Ach du Scheiße. Oh, da hinten kommt noch mal eine Karre. Ganz ungünstig. Jetzt kommt ein Stückchen rein. Ja, muss ich sofort machen. Ja, Alter! Ja, und ich treffe den Typen nicht mit der Waffe. Lol. Ja, ihr am Arsch. Oh Leute, das ist Trevor, deswegen treffe ich den nicht. Ups. Komm mit dem Wagen mal ein bisschen raus. Lol, wir müssen weg, Hardy. Ich hab eine Granate hier reingeschmissen. Was? Alter! Aber ich krieg ja keinen Teamschaden. Alter, jetzt hab ich aber gerade hart aufs Maul bekommen. Lol, Alter! Wow. Hardy ist gestorben. Ja, ich hab ein bisschen auf Schnauze gekriegt da. Da kommen sie auf einmal alle. Ich hab mich um die Wecke gedreht und dann hat er mir voll die Shotgun reingedrückt. Die Wecke gedreht hast du dich? Um die Wecke gedreht, Junge. Ja, das ist wohl ein Strich für mich, wa? Das ist korrekt. Da machst du nix. Was hat er denn gerade noch mit den LKWs? Wahrscheinlich muss man die am Ende noch wegfahren. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr denn da auch noch welche? Nö, nur die beiden von euch. Ja, Moment, meint ihr, wir müssen alle Sachen, die wir mal geholt haben, beschützen? Also, dass wir jetzt erst die LKWs hier beschützen und dann später den Tanklaster und dann... Wait, what? Haben wir jetzt schon wieder was übersprungen? Echt jetzt? Nee. Steig in dein Fahrzeug ein und mach dich bereit loszufahren. Doch. What the fuck? Sag mal, drückt da einer eine Test? Kann man da irgendwie nee, nee, Test nee. Ja, was willst du denn drücken? Überspringen? Ja, gib mir doch nicht. Wo kann ich denn rein? Bei Peter? Nee, da ist Trevor drin. Dann fahr ich mit der Karre hier. Weil der andere, der in dem LKW sitzt, der könnte mit der Karre hier mitfahren, hinten auf der Geschütz. Oh ja, das stimmt. Ja, dann fahr mal los. Na, tut mir leid, sehr geehrte Damen und Herren, dort können wir nichts hören. Macht das Spiel. Ja, das ist ein bisschen doof irgendwie. Weißt du, wo es hingeht, Christian? Wir müssen erstmal hoch auf die Straße. Oh, Hubschrauber. Oh, Bram, bleibst du stehen? Alter, du kleine Liebe. Das hat mir Damage gemacht. Alter. Okay, komm, wir geben einfach Gas, Peter. Benutzt du gerade hart meinen Windschatten, oder was? Und du stellst dich ja immer vor mich. Ja, wie bei Formel 1, aber da darf man nur einmal zumachen. So, Chopper 1, Chopper 2, nice, Hardy. Ja, kein Ding. Zwei. Peter, nicht zurückbleiben. Hey, alles ist cool. Hardy macht den Weg frei. Oh, warte, ich muss noch ein bisschen bremsen, ihr habt hinter euch einen. Oh, vor uns aber auch. Shit. Ach cool, die kann auch noch selber schießen. Ihr dürft nicht so weit vorfahren, dann sonst... Ja, ich hab mich gerade ein bisschen zurückfallen lassen, weil die einen hinter sich hatten, aber dann ist der vorne erschienen. Ja, wir dürfen... Alter, ich bin fast down. Echt? Krass? Ja. Das finde ich jetzt echt krass, weil ich hab halt auch keinen Damage gekriegt. Oh, oh. Oh Gott! Christian! Hardy, schießt du auf die Zivilisten, kann das sein? Nein. Nein. Nee, jetzt gerade nicht.
So, 4 Kilometer noch. Ah, scheiß drauf. Das sind keine Zivilisten, das sind Arschlöcher gewesen. Ja, ja, ja. War so, der hat sogar auf uns geballert, der Wichser. Weil du mit Flugabwehrgeschütz auf den geschossen hast. Ah, die da, der da, der ist. Ey, ich sehe leider nichts. Aua, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Och, ja. Peter. Ja, die haben mich da eiskalt rausgeschossen. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Du kannst ausschießen, wa? Dann machen wir aber noch mal, Christian. Ich hab geschossen, wa? Ja. Aber die spawnen bei dir, du bist dann zu schnell für die und dann platzieren die sich vor mir und schießen mich raus. Einfach erster sein. Mal. Da wird Bram rausgeschossen. So, Christian, du fährst wieder? Ja, ja. Alles klar. Keine Angst, kann schon weiterballern. Aber an welchem Punkt, hast du denn den Mega-Abstand zu mir gekriegt? Als du gegen den LKW gefahren bist, der sich gedreht hat, womit ich dagegen gefahren bin. Hättest du mit rechnen müssen, Peter. Eigentlich müssen wir nicht so knapp wie möglich hintereinander fahren. Ja, und Christian und ich vorlassen am besten. Ist ja auf der Autobahn gar kein Problem. Das ist aber wirklich so, wie Hardy sagte, ja. Ach, da steht das Ding. Dann go. Die anderen vorlassen, das ist gar nichts. Du hast mich schon wieder Damage gemacht, Bram, bei meinem Transporter. Ja, dann fahr doch mal. Der eine Strich. Oh. Erstmal so, jetzt hier das Ding mitnehmen. Alle Klärchen. Leute, der brennt. Oh, oh. Wo bleiben denn die anderen zwei? Ich sehe den zweiten LKW nicht. Ich fahr quasi neben uns. Dir. Ah, okay. Oh, da oben ist der Heli. Ja, nice. So, so ist gut. Da ist aber noch ein anderer Heli. Bam, Junge. Und da ist noch einer. Tschut. Ja, geil, jetzt ist Stauzeit, oder was? Ja, ich mach mal ein bisschen Platz hier. So, fahr mal weg. Was geht's denn mit dem? Guck, da kommen sie schon wieder. Komm mal da. Nice. Gute Geschwindigkeit. Vorne, Hardy, vorne. Vorne? Oh ja. Oh! Kein Ding. Los, Christian! Oh! Ich muss stehen bleiben. Läuf! Was? Nein, ihr müsst nicht stehen bleiben. Okay, gib Gas! Ja, weil ihr seid... Hardy ist auch von deinem Ding runtergefallen. Deswegen ja, wir haben uns vielleicht überschlagen. Deswegen habe ich gedacht, bleibst du mal lieber stehen. Ja, ist cool, alles cool. Genau, versucht mal hier zwischen uns zu bleiben. Das die Gegenfahrbahn war extrem sexuell. Jetzt von hinten? Ja, ich glaube schon, ne? Nee. Er ist weg. Der schießt nur auf mich. Nee, der schießt nicht auf dich, schießt auf das Auto neben dir. Oh, da sind sie wieder. Oh, guck mal auf dem Moped, wie süß. Rechts, rechts, vor uns. Oh ja. Alter, ich bin fast tot. What the fuck, ich hatte gerade die kommen jetzt ja auf, auf den ganzen Mopeds an, Alter. Ich halte da schon drauf. Ich hatte gerade noch halbe Panzerung, ey. Ey, die fallen auch vor allen Dingen auch nicht von den Mopeds runter, wenn ich die jetzt treffe. Die runter. Lol, die fallen echt. Einer ist runtergefallen. Ich werde hier verfolgt. Nice, Christian ist draufgegangen. Nice. Da haben die mich aus dem Auto geschossen. Och nö, aber das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Was das Problem ist, die Moped-Fahrer sind assi. Wenn du die triffst, die fallen noch nicht runter. Wenn du gegen die fährst. Ja, die sind richtig scheiße, die Penner. Was hat denn jetzt sehr gut funktioniert? Ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich weit gekommen. Genauso, fast genauso weit wie gerade. Jetzt habe ich keine Panzerung. Wir sind 200 Meter weiter oder so. Ja, vielleicht liegt da noch eine, Christian.
Ja, ich glaube, da liegt eine neben den LKWs. Na, da wo wir starten, liegt eine. Und ein Medipick. Komisch, wenn man das nicht schafft, nicht einfach da zurückgesetzt wird und dann man hat es geschafft. Ja, das wäre auch geil. Also gebe ich direkt mal Gas oder was? Oder soll ich warten? Ja, go, go. Alter. Warte, ich bin noch gar nicht gefahren. So. Das eine Ding da, ey. Jetzt steht auch nicht unser Reifen schief, ne? Boah, guck mal, der gibt richtig Hartgas, Junge. Alter, was willst du denn von mir? Schieß doch auf die Helikopter. Schieß auf die Helis, Alter. Alter. Die machen mega Damage. Ja, die sind down. Ja, mega. Das, ja, meine Rüstung ist schon weg. So, der ist auch down. Also, wieso schießen die dich denn raus und nicht auf die... Oh, oh, der Heli stürzt ab, glaube ich. Ja. Kurz warten, dass er nicht auf uns fällt. Wir hängen ein bisschen zurück, jetzt schießen die ja auf die anderen schon. Ja, der Heli wäre sonst auf uns draufgefallen. Ah, ist alles cool. So, wir holen jetzt auf. Wenn nicht auf die schießen, dann fangen die an so komisch zu fallen. Wie die Alte uns abdrängen wollte, ich glaube, ich stehe im Wald. Dümm-dü-dümm. Tankstelle. Ja. Alter, nicht cool. Boah. Ey, hinter uns sind so ein paar, wa? Oh, ja, stimmt. Also, die sind überall, die Wichser. Da, ich schieß die Fahrer raus. Einfach weiterfahren, Peter. Ja, mache ich auch gerade. Seitdem ich die Rüstung verloren habe, habe ich auch mich auch nicht mehr getroffen worden. Ich habe auch wieder. Ich ganz ehrlich sagen, die Gegenfahrbahn, die funktioniert ganz gut. Vielleicht sollte ich die gleich auch mal probieren. Ja, die Kurve ist ein bisschen länger. Hey, da sitzen sie sogar drin! Ja! Der Fahrer ist raus. Alter! Wie Peter sich überschlagen. Oh Mann, das war mal eine filmreiche Reifeaktion, Alter. Ja, toll, der Wagen ist kaputt. Tja, wer war schuld? Der kriegt einen Strich. Hardy war schuld. Wieso war ich schuld? Ich habe auf die Typen geschossen, weil ich dich verteidigen wollte. Was kann ich denn dafür, wenn der Fahrer von denen Panik kriegt? Hardy hat den Wagen direkt neben mir zum Explodieren gebracht. Ja, ich wollte halt, und ich wollte dich beschützen. Mein Auto auch explodiert. Ich wollte dich halt beschützen. Du beschützt mich nicht, indem du Explosionen zündest direkt neben mir. Das, ich habe ja nur mit dem Flakgewehr geschossen. Ey, wenn der LKW da gerade hochgegangen ist, und meinst du, was der nach Weed gerochen hat, und LSD. Wo krieg ich jetzt dafür ernsthaften Strich oder was? Ja, wir können uns ja jeder einen halben aufschreiben, Peter. Ja, das ist aber ich wollte dich ja beschützen, verstehst du? Ich war jetzt auch auf der gegenüberliegenden Fahrer, weit weg von den beiden. Hallo, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, stimmt. Ja, das ist halt nicht so einfach, halt die halt. Ich muss die halt wegballern und gleichzeitig aufpassen, dass sie euch nicht explodieren lassen, weißt du? Das ist nicht so Unzivilisten easy. Abschießen. Christian, jetzt fährst du schon wieder gegen den Poller. Ja, so geil. Da ist ein Motorradfahrer. Lol. Da ist ein Motorradfahrer. Weißt du, die Helis auf. Ey, nicht mich abdrängen. Mach doch mal die Helis weg, Hardy, hinter dir. Ja, da sind doch gar keine. So, da. Keine das Helis da. So, siehst du, beide weg, kein Ding. Links sind noch mehr. Ja, siehst du, der ist auch weg. Nein, doch nicht. Nice. Was denn? Sehr gut. Nice. Boah, Alter. Nein! Boah, Alter, das sieht echt geil aus teilweise. Das sieht aus wie so ein Actionfilm. Das ist schon nice. Warte hier. Ich brenne. Jetzt nicht mehr. Nice, Peter. Ja, war nicht so gut. Oder einfach links am Fahrbahnrand, oder? Ja, wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Oh, der ist besetzt. Elefanten rennen!
Nicht so weit fahren, Christian. Lass das ja, auch, Motherfucker! Ja, eben. Bei uns auch, in dem Schwarzen. Alter! Hinter uns der Schwarze! Oh Gott! Ja! Und die Karre ist explodiert und über uns drüber geflogen. Wie geil war das denn, ey? Hast du das gesehen? Der ist während der Fahrt ausgestiegen. Nice Pedder. Jetzt kommen wieder die Motorradfahrer. Ein Sneaky-Weg gefahren. Da hinten der Weiße. Hinter uns der Weiße. Ja? Ah, da. Leute, da ist die Motorhaube weggeflogen. Rechts. Rechts. Oh. Ja! LOL! Der hat uns What the fuck? Der hat unsere Karre explodieren lassen. Wir hatten keinen Schaden vorher und der hat uns instant explodieren lassen. Ja, oh komm! Ja, wir beide. Da konnten wir beide nichts für. Wir sind beide gestorben. Aha. Aber wie hat der uns denn explodieren lassen? Keine Ahnung. Der hat einmal geschossen, sind wir explodiert. Okay, das ist krass. Vielleicht hatte der Raketenwerfer oder sowas? Ja, da muss ich gleich drauf achten. Sobald die Wüste kommt, kommt da so ein schwarzes Fahrzeug, wo hinten die Türen aufgehen. Fällt ihm nach dem vierten Versuch auch schon auf. Wenn immer an der gleichen Stelle die gleiche Scheißkarre kommt. Ja, aber jetzt achten wir jetzt gleich mal drauf achten. Ja, aber pass auf, ich mach die jetzt gleich. Wenn er, sobald er seine Türen aufmacht, kriegt er ein richtiges, Gewitter da rein, ey. Gewitter? Gewitter? So. Kriegst du jetzt zwar nicht gegen den Pümpel da. Doch. Ich will runter. Oh Gott. Na, ist Pöder. Ja, ich wurde abgedrängt. War nicht so schnell. Team. So, ich bin schon... Alter, wie viel Damage ich schon gekriegt habe. Schon kostet das jetzt richtig viel Asche. Oh oh. Wo sind die Helis? Ja, das sind schon Autos, ne? Ja, aber ich muss die Helis finden. Da. So, das war ein Heli. Ah, der Pilot ist schon raus, kein Ding. Alter! Wieso schießt der Pisswasserlieferant auf uns? Was soll das denn? Ja, wir machen mal Alter, du hast gerade eine Familie ausgelöscht. Die in Urlaub fahren wollte. So, da kommt die Tankstelle wieder. Nee, ist keine Tankstelle. Ja, egal. Soll ich mal ein paar Granaten fallen lassen, Pete? Nee, bitte nicht. Ja, ich werd beschossen. Alter, wie die sich gedreht haben. Wie so ein Brummkreisel. Das ist voll der Kreiselflicker gewesen hier. Oh, oh shit. Dau. Nicht gut. Motorradfahrer! Ja, und der Schwarze. Nice, jetzt vorne links. Der, oder? Der Weiße, ja, stimmt. Oder Grau. Boah! Ja. Oh shit! Der Schwarze auch! Nein. Hatte, das war gerade wieder ein Zivilist, den du zum Explodieren gebracht hast, ne? Nein! Was? Oh Gott! Ah, nice! Nice, Peter, nice! Peter ist unter. What the fuck? Ihr seid beide nicht mehr bei uns auf der Strecke. Ja doch, wir sind gleich wieder da. So, Hadi, jetzt pass auf, da kommt gleich wieder das lustige Auto an. Ja, das stimmt, das siehst du aber echt sowas vor. Fahrt doch auch einfach mal auf die andere Fahrbahn. Hier sorgen die dann wieder für absolutes Chaos, weil die auf die Wo sind sie denn? Schießen. Oh, Motorräder! Oh, lol! Ja, erstmal auf mich drauf, Mann. Wo sind sie denn? Ich bin überfordert. Wo ist das Auto? Die sind weg. Leute, der brennt, guck mal. Der Typ brennt. So, jetzt bin ich... Ich bin rot. Alter, ich werde also geschossen. Hier vorne. Ja, kein Ding, wir machen das. Wo ja, denn? Das wird mir nicht angezeigt. Ja doch, der Wagen vor uns, der da gerade wendet auf der Straße rechts.
Ich bin Half-Life. Oh shit! Ich bin angequetscht. Ah, die willst du nicht kaputt schießen, die uns hinterher. Ja, ich bin noch dabei, Junge! Nice. Oh! Motorradfahrer! Jetzt sind alle hinter uns. Da ist wieder ein Pisswasserfahrer gewesen. Ja, scheiß doch auf den. Die sind alle auf der Gegend. Seid ihr vor uns? Der hintere LKW. Ich bin der hintere LKW. Alter. Ich muss gerade die ganzen Motorradfahrer dem entgegenkommen, mach ich weg. Nice. Oder versuch ich zumindest. Ja, Pilla, musst du jetzt abbiegen, wa? Ja, mach ich auch gerade. Ich bin sofort tot. Nein, komm schon! Ja, was soll ich denn machen? Ihr beschützt mich ja nicht! Ja, was soll ich denn machen? Wir sind vor dir! Ja, müssen wir auch beschützen. Bei mir ist gerade alles... Ja. Epe, du musst mal langsamer fahren. Ja, Bram, okay, muss noch. Dann müsst ihr mir das sagen. Bram kommt. Ja. So, auf. So, der Motorradfahrer hat den explodierenden LKW abgekriegt. Wir haben es fast geschafft. Da steht ein Motorrad. Ja, das habe ich gekillt. Lol. Ja, nice, Bram. Ja, sorry, dass der Busch das aushält, das wusste ich ja nicht. Der Todesbusch. Das wird sicher noch nicht alles gewesen sein. Ja, ah, doch. Dann lass uns mal vorfahren. Okay. Geil. Ja, schieb uns die Klippe runter. Das war nicht absichtlich. Ja, hier ist alles cool. Oder für das LKW jumpt bei mir die ganze Zeit. Guck mal, ein Fahrrad. Guck mal, die Zäune. Voll geil, kannst du alles kaputt machen. Guck mal, die Scheiben auch. Guck mal, wie das Haus aussieht. Ganzen Zäune. Great. Really great. Here is what I promised you. Nice. A little advance from my earnings. You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Soon we'll do the accumulation. Very soon, all right? Now let's get the hell out of here, all right? I got the buyer coming through. Thank you. Thank you all very much. Hey, be cool with that money. Only by superficial crap and superficial people. Das war das echt? Who are you? Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. You can't be impotent rage, cause I'm impotent rage. Yes, buddy. I will deal with you later. Hey, my brother. My brother. Yo, yo. You finally. Hey. Trevor, hey. So we're gonna do this, or we're gonna have a circle jerk, or both. Whatever you want, man. Got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah. Got it. All right. So, Trevor, there is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? And how is it that you know my name? Fucking narc! You are under arrest for trespassing. You have 36! Asshole! Ich hab ein paar Pillen für nebenbei mitgenommen.
Oh, das war jetzt aber ärgerlich. Okay, das war's. Ah, deswegen heißt das Serie A. Ja, Mann! Wer hat Platin, ihr Lutscher? So nämlich. Okay, interessant. Da gibt's wahrscheinlich beim nächsten Mal Serie B. Ja. Wahrscheinlich müssen wir uns den konfiszierten Scheiß wieder zurückholen. Oh, die Elite-Herausforderung war nicht schnell neu starten. Trotzdem nice. Jawohl. Etwas schön. Wobei die anderen, oder den anderen, da heißt, den ich bisher gemacht habe, der war irgendwie mehr mit... Oh. Ja gut, das ist ja quasi ein großer, die Story geht ja noch weiter. Ja, stimmt. Ja, Serie A Finanzierung. Bin gespannt, was das nächste wird. Aber seht ihr dann auch dementsprechend dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.